Hi Leute, grüßt euch. Anfang April, herrliches Wetter, annähernd 20 Grad. Ich wollte heute mal zu meinen Bienen und mal schauen, wie die Maßnahmen der letzten Wochen so gegriffen haben. Ich zeige euch das gleich. Ich habe auch zur Vorsicht mal Honigräume oder Bruträume oder mal sehen, als was die sich so einsetzen lassen, mit frischen Mittelwänden mitgenommen. Und ja, werde jetzt mal zu meinen Bienen. Wenn ihr mögt, dann schaut mir doch zu. Wenn ihr euch wundert, warum ich hier schon vier Zargen aufeinander habe, das ist schnell erklärt. Unten ist ein sehr, sehr starkes Volk gewesen auf zwei Zargen. Ja, das ist ziemlich voll und das hier ist ein Volk, das ist ziemlich schwach gewesen. Das hätte wahrscheinlich alleine so nicht überlebt oder wäre sehr, sehr langsam nur aus dem Quark gekommen. Das habe ich einfach mit Absperrgitter auf das starke Volk aufgesetzt. Ja? Und letzte Woche habe ich einfach schon mal prophylaktisch, weil das ja insgesamt ein sehr, sehr starkes Volk jetzt insgesamt, also zusammen ist, ja, habe ich einfach schon mal einen Honigraum aufgesetzt. Da könnten die einfach schon mal anfangen, den auszubauen. Das ist jetzt nichts, was man machen muss. Ich habe ihn halt fertig gehabt, ich habe ihn schon mal aufgesetzt. Wir werden gleich mal reinschauen, ob da überhaupt schon irgendwas passiert ist. Mein Ziel ist es heute, die Völker, die ich aufgesetzt habe, das ist einmal dieses und das Nachbarvolk da, dass ich das heute wieder trenne, mal sehen, ob das schon reicht, ja, ob die, ich glaube, zwei oder drei Wochen ist es jetzt her, dass ich das gemacht habe, sodass die Völker jetzt jeder für sich dieses schöne Wetter nutzen, ja, um weiterzumachen, um sich zu entwickeln. Ja, auch dies ist so ein Kandidat, die hatte ich auch aufgesetzt, schauen wir mal rein gleich. Ich werde die letzte Zeit immer wieder gefragt, Dennis, nimmst du gar keinen Rauch mehr? Wofür? Es sind doch fast noch gar keine Bienen da. Bei dem bisschen Bienenmasse, was jetzt da ist, brauche ich doch noch keinen Rauch. Ne? Ist ja nicht so, dass das verpflichtend wäre, dass man unbedingt Rauch nehmen muss. Wenn die Völker dann später wieder stärker sind, dann ist klar, dann nimmt man Rauch, damit man nicht so viel Bienen unter den Fingern hat und so. Damit man keine Bienen quetscht. Aber im Moment klappt das doch wunderbar ohne. Und ich habe eben meinen Anzug an. Ja, also hier brauche ich noch gar nicht großartig durchgucken durch den aufgesetzten Raum hier oben. Da sind ein paar Bienen drin, ja. Aber das war klar, das Volk, was unten drunter sitzt, ist jetzt nicht besonders stark gewesen. Dass die noch nicht sich auf den Honigraum stürzen, das war mir eigentlich klar. Von daher erstmal alles gut. Wir nehmen den jetzt erstmal ab und schauen, wie sich das Volk darunter, das ist das sehr schwache Volk hier, entwickelt hat. Und dann darunter nochmal das starke Volk anzugucken, wie das jetzt im Moment aussieht. Ja, man sieht hier sehr schön auslaufende Brut überall. Ne? Hier kann man hier so richtig gut sehen, diesen Futter, diesen Quatsch, den Brutring hier. In der Mitte war die Brut, die schon geschlüpft ist. Hier ist die Brut, die jetzt kurz vorm Schlupf ist. Da schlüpft gerade vielleicht eine. Ja, aber es ist halt keine frische Brut noch nicht da. Mal gucken, ob die auf den anderen Waben ist. Ansonsten haben sich die Königinnen wohl nicht im Guten geeinigt irgendwie. Ja, ich suche jetzt im Prinzip nach frischen Stiften, also Eiern. Die mir zeigen würden, dass die Königin noch in Ordnung ist. Oder überhaupt vorhanden ist. Könnt ihr zwischendurch auch mal gucken, ob man eine Königin sieht. Das Schöne an der Aufsetzmethode ist ja, entweder beide Völker gehen gestärkt aus der Sache raus, das heißt, unten das starke Volk sowieso, das ist ja eh stark genug, ja,
Dann das da drüber, das schwache Volk, das wird durch die Bienen, die dann hochwandern, gestärkt. In diesem Fall ist es wohl so, dass die Königin nicht in Ordnung war und ja, entweder vielleicht von den Bienen selbst entsorgt wurde, weil sie ja jetzt unten eine starke Königin haben. Allerdings ist da ja ein Absperrgitter dazwischen. Jetzt müsste man gleich mal das untere Volk kontrollieren. Wenn das untere Volk in Ordnung ist, das obere ist es ja jetzt nicht. Das hat anscheinend entweder keine Königin oder keine legende Königin mehr. Dann könnte man das Absperrgitter einfach entfernen und macht aus den ehemals zwei Völkern ein starkes Volk, beziehungsweise ein normales Volk in diesem Fall, weil das obere ist jetzt nicht wirklich viel. Ja, und hat dann zumindest dieses Volk vorbereitet für die Saison. So, könnt ihr das sehen? Also das Volk ist auf jeden Fall stark. So, jetzt entfernen wir mal das Absperrgitter hier. Wie wir sehen, dieser Teil, also die halbe Zarge, ist schon voll belegt. Müssen wir gleich mal gucken, ob wir vielleicht überflüssiges Futter schon mal entfernen, weil es honigt ja schon überall und die tragen ja schon frischen Nektar ein. Dann ist das Futter ja jetzt im Prinzip über. Also ich nehme jetzt nicht alles Futter raus, es kann ja noch mal kalt werden. Aber im Moment sammeln die Bienen ja schon und ich möchte ja nicht den späteren Honig mit meinem Winterfutter vermischt haben. Schaffen wir uns erstmal Platz. Also so eine angefressene Wabe, die könnte man jetzt noch drin lassen, irgendwo weiter außen. So fast komplette Futterwaben hier, die kann man jetzt eigentlich rausnehmen. Die legen wir uns dann gut weg für die Ableger demnächst. Ja, hier honigt es nämlich schon jede Menge. So eine Wabe könnte man vielleicht sogar schon fast in den Honigraum hängen, aber man muss natürlich bedenken, dass das wahrscheinlich noch Winterfutter ist. Das wäre dann nicht so gut. Wichtig ist, den Bienen jetzt Platz zum Brüten zu geben. Das hier ist zum Beispiel eine Pollenwabe, da ist sehr, sehr viel Pollen drauf. Und eine Pollenwabe, die wirkt immer wie so ein wie so eine Absperrung im Volk. Die Bienen gehen also sehr, sehr ungern über so eine Pollenwabe drüber hinaus. Sieht man ja, die Waben, die dahinter waren, sind alle fast leer. Und deswegen setzt man die immer nach außen, beziehungsweise ich setze sie jetzt nach fast außen, weil ganz außen ist jetzt noch so eine Futterwabe. Die kann ja noch im Zweifel dann noch genutzt werden. Und den Rest fülle ich jetzt gleich auf mit Mittelwänden, wobei ich das Brutnest mehr in die Mitte verschieben werde gleich. Muss man nicht machen, aber ist natürlich, dann können sich das Volk in beide Seiten ausbreiten. Ja, und hier ist jetzt was ganz Lustiges. Oder mal sehen, wie lustig das hinterher wird. Das Volk hat sich anscheinend dieses Jahr da unten, hier, da, schon eine neue Königin gezogen, die bereits geschlüpft ist. Unglaublich. Müssen wir natürlich sehr, sehr vorsichtig sein, dass die angehende Königin, die ja vermutlich noch nicht begattet ist, uns jetzt hier nicht verloren geht, auffliegt und dann weg ist. Das heißt, wir dürften wahrscheinlich hier auch keine Brut vorfinden, vermutlich. Ich sehe die Königin, ja, da rennt sie. Ich weiß nicht, ob das jetzt die neu geschlüpfte Königin ist. Sie ist auf jeden Fall sehr groß, wie ich finde. Naja, geben wir dem Volk einfach mal Zeit. Das braucht es jetzt. Ich habe aber auch noch keine Drohnen gesehen. Das ist viel, viel erschreckender. Nicht wundern, ich tausche jetzt mal hier die beiden Waben aus, weil hier auch wieder sehr viel Pollen drauf ist. Das werde ich jetzt nach außen setzen. Und hier setze ich noch zwei Mittelwände rein. Sollte die Königin dann bald anfangen zu legen, hat sie dann genug Platz, um sich auszubreiten. So, hier kommt jetzt das andere Volk oben drauf. Ja, da bei dieser Konstellation jetzt hier natürlich erstmal nicht mit großem Honigertrag zu rechnen ist, also
zwei schwache, jetzt im Moment schwache Völker, weil das, auch das starke Volk hat anscheinend die Legefähigkeit seiner Königin eingebüßt und sich mal eben schnell eine neue Königin gezogen. Dem geben wir jetzt erstmal Ruhe, sich an sich so ein bisschen wieder, ja, aufzubauen. Mal sehen, ob das klappt. Ich habe noch keine Drohnen gesehen. Also irgendwie muss die Königin ja begattet werden. Warten wir es mal ab. Kommt Zeit, kommt Rat. Kommt Honig, hoffentlich. Ja, nun zu diesem Exemplar, wo ich kaum drüber gucken kann. Schauen wir mal kurz in den Honigraum, ob da überhaupt schon eine Biene drin sitzt. Also wie zu erwarten war, noch nichts drin. Gucken wir mal das schwache Volk an, was ich aufgesetzt habe. Interessanterweise ist auch von dem schwachen Volk nichts mehr übrig. Wahrscheinlich auch Königin nicht mehr in Ordnung gewesen oder so. Irgendwas gibt ja irgendeinen Grund, warum das so schwach ausgewintert wurde. Aber das Volk darunter scheint okay zu sein. Scheint. Jetzt müssen wir mal gucken, ob die Königin in Ordnung ist. So, hier ist jetzt eine volle Futterwabe. Die müssten wir natürlich jetzt auch mal rausnehmen. Ja, hier ist wieder alles drauf. Futter und Pollen und jede Menge Futter. Also das weiß ich nicht, ob ich das jetzt drin lassen soll. Ist mir eigentlich zu viel Futter auf einmal. So, und jetzt zeige ich euch mal was. Das ist doch mal eine richtig schöne Brutwabe. Und hier gibt es tatsächlich schon Drohnen. Das ist doch super. Kann sich meine andere Königin gleich begatten lassen. Hier Jungs, da nebenan. Brut in allen Stadien. Sehr, sehr, sehr schön. Das ist doch klasse. Mehr muss ich hier gar nicht mehr sehen. Aber auch hier könnten wir das Brutnest in die Mitte setzen. Wieder eine Brutwabe und noch eine Brutwabe. Also dieses Volk, das wird die nächsten Tage regelrecht explodieren. Weil alles voller Brut ist. So, Nummer 5 ist eine Pollenwabe. Sehr gut. Die setzen wir dann außen hin. Und den Zwischenraum fülle ich jetzt wieder mit Mittelwänden auf. So, also dieses Volk ist fit. Was mich jetzt noch interessiert ist, wie der untere Raum aussieht, ob der da bleiben muss oder ob ich den vielleicht oben drauf setzen kann. Der schien mir recht leer zu sein. Aber das Volk hat ja immer eine Tendenz nach oben zu ziehen. Und wenn ich das unten jetzt so lasse, dann verhonigt mir nachher der untere Raum. Und das ist ja auch nicht Ziel der Sache, Sinn der Sache. Deswegen ist es jetzt zu überlegen, da eventuell ein bisschen was zu machen. Es geht nämlich schon los. Sie tragen nämlich hier schon Honig ein. Solche Waben darf man natürlich auch noch einschmelzen, ne? Ist klar. Was ich auf jeden Fall machen werde, das Volk kommt jetzt erstmal nach unten. Das heißt, diese Zarge, die wird vermutlich gleich anderweitig benutzt. So, was habe ich jetzt gemacht? Das Volk ist ja ziemlich stark. Sitzt auf 8 Waben ungefähr jetzt voll, hat schöne Brut auf 4 Waben mindestens. Ja, die werden also die nächste Zeit regelrecht explodieren. Die habe ich jetzt ein bisschen sortiert, das heißt, alles was ja, im Moment in Benutzung ist an Waben, habe ich jetzt zusammen in eine Zarge gesteckt. Und jetzt kommt oben eine frische neue Zarge oben drauf. Da können die Bienen sich dann so ein bisschen austoben. Je nachdem, ich setze da noch kein Absperrgitter dazwischen. Die werden wahrscheinlich ein bisschen nach oben ziehen mit der Brut und werden sich dann verbreitern. Und außen werden die schon mal Honig eintragen, wenn sie denn Lust dazu haben. Und das kann ich dann später immer noch in den Honigraum reinsortieren. In 2-3 Wochen schauen wir mal. Hauptsache, die haben jetzt genug Platz. Weil wenn ich ihnen jetzt keinen Platz gebe,
dann sind die in 3 Wochen in Schwarmstimmung, weil die dann so aus allen Nähten platzen. Dann haben die nichts zu tun, dann kommen die auf dumme Ideen und dann gehen sie mir wieder flöten. Ich kombiniere jetzt hier oben ausgebaute Altwaben, also was heißt Altwaben, das sind alte Honigwaben, ausgeschleuderte, und frische Mittelwände. Also ich habe jetzt vielleicht 1/3 ausgebaute Waben hier drin und 2/3 frische Mittelwände. Und das sollte doch den Start erleichtern. So, jetzt mal gucken, was unser dritter Patient macht. Jo, das Volk ist also komplett. 2 Brutwaben, die waren rammelvoll. Und da hatte ich jetzt schon mal einen Honigraum aufgesetzt. Allerdings hatte ich die falsche Zagengröße mit. Deswegen habe ich da so eine kleine Adaptergeschichte dazwischen gemacht. Das werde ich heute noch mal korrigieren. Erstmal gucken, ob die überhaupt schon im Honigraum sind. Oh ja, oh ja. Das hatte ich mir aber auch so gedacht. So, schauen wir mal. Wie gesagt, letzte Woche aufgesetzt. Genau 7 Tage her. Und man sieht, der Honigraum ist... Was macht ihr denn hier? Ihr habt doch genug Platz. Warum baut ihr denn da unten rund? Ach, das sind Drohnenwaben. Ah, verstehe. Ja, so, wir machen das rückwärts. Diese Zarge, die muss ich eh entfernen und durch eine andere ersetzen. Dann seht ihr mal, was ich gemacht habe in meiner Not. So. Daher auch das Schlamassel mit dem Wildbau hier. Ich habe diese Platte als Adapter missbraucht und habe natürlich jetzt die A-Punkt-Punkt-Karte, weil sie jetzt hier schon wieder Wildbau da getrieben haben. Mensch, Meier. Also die geben echt Gas hier, dieses Volk. Das ist echt der Wahnsinn. Wie das aussieht, jetzt schon. Und das sah ja vor 3 Wochen schon so aus. Also die kriegen auf jeden Fall jetzt den Honigraum wieder aufgesetzt, logischerweise. Jetzt könnte man Rauch gebrauchen. So, und die Zagen, die gehört da normalerweise drauf. Die passt auch. Sehr schön. Und jetzt sortieren wir dann die anderen Rähmchen hier wieder oben rein. Kurz gucken, nicht, dass die Königin irgendwo dazwischen hockt. Das wäre natürlich fatal. So. Deckel. Ups, da war der Akku alle. Ja, jetzt weiß ich nicht, was ich vorhin noch erzählt habe. Also. Bei den starken Völkern, da werde ich sicherlich in kurzfristiger Zeit, vielleicht schon nächstes Wochenende oder so, je nachdem wie das Wetter so ist, den ersten Ableger bilden. Und ja, dann geht das da weiter. Ja, eine Sache möchte ich noch loswerden, Leute. Ich werde bei keinem Thema, was ich verfilme, so kritisiert wie in der Imkerei. Ja, es kann sein, dass ich einiges falsch mache. Das mag sein, dann kann man mich gerne darauf hinweisen, aber der Ton, mit dem das Ganze passiert, und da sind das manchmal Sachen da, sind da manchmal Sachen dabei, wo ich mir denke, hey, du kennst doch meine Betriebsweise gar nicht. Ich zeige mittlerweile, und das ist diesen Hatern, sage ich jetzt mal so, zuzurechnen, ich zeige ja gar nicht mehr alles, was ich an meinen Bienen mache. Könnt ihr euch das vorstellen? Früher habe ich wirklich jeden Handgriff, den ich gemacht habe, gezeigt. Heute zeige ich euch nur noch einen Bruchteil von dem, was ich an den Bienen mache. Heute habe ich euch exemplarisch mal 3 Völker gezeigt, weil ich keine Lust habe auf diese ganzen Diskussionen, ah, das hast du falsch gemacht und er nimmt ja gar keinen Rauch mehr und ach, da hast du was falsch gemacht und er nimmt die Wabe mit der linken Hand statt mit der rechten. Leute, ihr kennt doch diesen Ausspruch, 3 Imker, 5 Meinungen. Und das ist doch, es ist doch gut. Es kann doch sein, dass 3 dieser 5 Meinungen auch völlig in Ordnung sind, ja? Die einen arbeiten mit Deutsch-Normalmaß, die anderen arbeiten mit Zander, Dadant, was auch immer. Lasst die Leute doch machen, solange sie dem Tier nicht schaden. Ja, einige schieden ihre Bienen, da kommt so ein Trendsheet rein. Das ist aber eine komplett andere Betriebsweise. Das heißt nicht, dass die anderen Imker, die das nicht machen, total schlecht sind oder so. Ja? Jeder so, wie er das gerne möchte, und dass wir unsere Tiere nicht irgendwie schaden. Da gibt es das Veterinäramt, die achten da drauf,
Da gibt es die Imkervereine, die achten da drauf. Es gibt Kontrollen bei uns. Wir machen freiwillige Kontrollen. Da wird immer wieder mal auch freiwillig sowas wie amerikanische Faulbrut und sowas getestet. Dann kommt der Bienensachverständige an den Stand und schaut natürlich nicht nur nach der Faulbrut, sondern er schaut auch nach dem Stand allgemein und sagt, das könntest du besser machen oder das ist gut, so wie du das machst oder wie auch immer. Ja, wir kontrollieren uns natürlich auch selber. Ich werde nicht jeden Handgriff im Video zeigen. Also ihr könnt auch davon ausgehen, dass die Sachen, die selbstverständlich sind, dass ich die mache. Ja, und ob ich ein Absperrgitter benutze, ja oder nein, das muss dem Imker doch selbst überlassen sein. Da gibt es für und wider, gerade beim Absperrgitter oder auch bei allem anderen. Beim Rauch, natürlich ist der Rauch hin und wieder sinnvoll, aber nicht immer. Es gibt auch Situationen, so wie heute, da braucht man nicht unbedingt Rauch. Ja? Stellt euch mal vor, euch würde jedes Wochenende irgendjemand mit Rauchalarm, mit Feueralarm aus eurem Haus treiben, sagen, ihr müsst jetzt hier sofort raus, ja, nur um euren Gaszähler abzulesen oder was weiß ich zu machen. Das ist doch Blödsinn, ne? Aber wie gesagt, ich kritisiere ja niemanden, der jedes Mal Rauch benutzt. Das ist ja völlig in Ordnung. Das haben die Leute hunderte Jahre so gemacht. Dann macht das weiter. Ist doch völlig in Ordnung. Aber wie gesagt, ich habe für mich daraus die Lehre gezogen. Ich werde nicht mehr jedes Video, ich werde euch nicht mehr in den Videos komplett alles zeigen, was ich an den Bienen mache. Geht davon aus, dass so Selbstverständlichkeiten, dass ich die mache, so wie ich das gerne möchte. Und ansonsten würde ich das Thema Imkerei komplett von meinem Kanal verbannen. Ich bin ja nicht der Imkerkanal, ich bin ja der Selbermacher-Blog. Ich habe ja auch noch andere Themen, die ich behandeln kann. Ich mache im Moment sehr viel im Garten, ich mache im Moment sehr viel mit Holz. All das sind Themen, die könnte ich auch behandeln. Es ist immer zusätzlicher Aufwand, die Kamera bei den Bienen dabei zu haben. Ich habe letztes Mal bewusst die Kamera zu Hause gelassen. Es ist komplett entspannt. Man sieht Dinge, die man sonst vielleicht auch nicht sieht, weil man einfach den Kopf frei hat und nicht jeden Handgriff auch erklären muss. Das ist auch anstrengend. Ja? Das mache ich gerne. Das mache ich für mich gerne. Das mache ich auch für euch gerne, die das gerne gucken. Ja? Ich bedanke mich auch bei jedem, dem diese Videos gefallen, die mir auch einen Daumen nach oben geben, finde ich total super. Wenn euch mal was nicht gefällt, dann schreibt mir doch unten drunter. Ja, wenn ich hinterher sehe, 10 Leute haben den Daumen nach unten, 15 Leute haben den Daumen nach unten und es steht nichts drunter, warum, weshalb, was ich besser machen könnte, einfach nur so oder was, weil die mich nicht leiden können, dann guckt doch das Video einfach gar nicht. Ne? Ist mal eine Maßnahme. Man kann ja einfach andere Videos gucken. Es gibt ja mittlerweile jede Menge anderer Imkerei-Kanäle auf YouTube. Die Auswahl ist ja sehr groß zurzeit, finde ich auch voll positiv. Aber wie gesagt, wenn euch die Videos gefallen, dann vergesst nicht, gebt mir auch mal einen Daumen nach oben. Ihr dürft mir auch gerne mal einen positiven Kommentar unten drunter schreiben. Und für alle, die mich auch auf Instagram regelmäßig besuchen, heute ist Motorradwetter anscheinend, für alle, die mich auch auf Instagram verfolgen, die sehen ja, was bei mir im Moment so abgeht. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation, nennen wir es mal so, bin ich ziemlich viel zu Hause und habe viel Zeit für meine Hobbys, Garten, Handwerkereien und so weiter. Und das finde ich auch immer ganz nett, euch, den einen oder anderen, auch auf Instagram zu sehen. Naja, aber um das Video jetzt nicht noch länger zu machen, wie es schon ist, sage ich mal, ich bedanke mich bei allen, die meine Videos gerne sehen und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Dennis.